Wochen gibt es jetzt die Lisa und Lena Törtchen Frisur, die aus dem Musikvideo, die habt ihr euch ja alle so gewünscht. Und meine Törtchen sind ja auch ein bisschen größer als die von Lisa und Lena, weil meine Haare sind ja auch länger. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, es geht los! So, für die Türmchenfrisur ist es wichtig, dass ihr die Aufteilung auf dem Kopf gut hinbekommt, dass die so gleichmäßig gleich verteilt sind. Dafür zieht ihr euch jetzt zunächst einfach mal einen Mittelscheitel und bindet euch zwei Zöpfe und dann fangt ihr mit einer Seite an. Kämmt die nochmal durch und ich würde euch auch empfehlen, die Haare ein bisschen anzufeuchten, weil dann habt ihr nicht so viel mit den fliegenden Haaren zu tun. Außerdem, wenn die Türmchen nachher trocknen und ihr habt die Haare vorher angefeuchtet, habt ihr nachher, wenn ihr die Türmchen so den Tag drin hattet, auch richtig schöne, leichte Locken in den Haaren. Jetzt fangt ihr an, euren ersten Scheitel zu ziehen und dafür sucht ihr euch hier das Ohr und dann geht ihr bis zum höchsten Punkt am Kopf über dem Ohr und zieht euch einen Scheitel etwas schräg nach vorne zum Ohr. Einfach hier so runter. Und dann könnt ihr euch hier die hintere Partie nochmal zusammenbinden. Und hier vorne ist jetzt unser erstes Stückchen. Das müssen wir jetzt nochmal aufteilen. Dafür zieht ihr euch jetzt nochmal einen Scheitel von hier schräg nach vorne. Wenn ihr den Scheitel nur gerade ziehen würdet, dann habt ihr hier unten nur viel zu wenig Haare. Dann wird das Türmchen hier unten nur ganz klein. Deswegen geht hier so ein bisschen im Winkel, zieht ihr das hier so ein bisschen schräg nach vorne. Aber es sollte auch nicht zu schräg sein, dann geht lieber von hier nochmal ein bisschen gerade nach vorne, damit ihr auch hier unten gleich genug Haare habt. Jetzt könnt ihr hier schon euren ersten Zopf binden. Dafür nehme ich mir jetzt einfach hier so ein kleines Haargummi, egal welche Farbe, weil das sieht man nachher nicht mehr. Und dann binde ich mir die Haare hier erstmal so zusammen. Und das gleiche mache ich hier unten. So, und jetzt machen wir hier unseren ersten Turm. Und ich habe euch ja schon gesagt, Mavi hat viel längere Haare als Lisa und Lena. Daher haben wir immer das Problem, dass die Türmchen hier unheimlich groß werden. Aber ich habe jetzt auch eine Methode herausbekommen, womit wir die Türmchen ziemlich gut an den Kopf bekommen. Wenn ihr die Strähnen jetzt einfach nur hier drehen würdet und würdet die hier immer um euer Haargummi wickeln, ich kann euch das mal kurz zeigen, dann wird der Turm ziemlich hoch und hässlich, der stippt dann einfach so ab. Das sieht eher aus wie so ein Horn. Jetzt gibt es einen ganz einfachen Trick. Nehmt hier zwei Finger, legt die Strähne da drum. Und jetzt zieht ihr hier immer eure Strähne weiter ein. Immer so mit der Hand drehen. Und jetzt könnt ihr anfangen, hier euren Turm zu formen. Indem ihr euer gedrehtes möglichst dicht am Kopf und möglichst dicht um das Haargummi eindreht. Und damit wir jetzt nicht so viele Haarnadeln brauchen, befestige ich das Türmchen jetzt einfach mit einem durchsichtigen Haargummi. Weil die Haarnadeln sind meistens ziemlich lang und würden dann auf der anderen Seite wieder rausschauen. Ich habe zwar gleich auch noch ein paar Haarnadeln, wenn ein Türmchen nicht so schön aussieht, zeige ich euch das gleich. Dann könnt ihr das auch noch mit der Haarnadel ein bisschen fixieren. Jetzt befestigt ihr hier euren ersten Knubbel mit dem durchsichtigen Haargummi. Das könnt ihr auch hier an den Schlaufen nochmal ziehen, dass das Türmchen so ein bisschen messy aussieht. Jetzt haben wir das natürlich hier hochstippen, deswegen nehme ich jetzt eine kleine Haarnadel, die möglichst kurz ist und stecke das noch ein bisschen flacher an den Kopf.
So, und das gleiche machen wir jetzt hier oben. Nehmt wieder eure Strähne, legt zwei Finger unter die Strähne und dreht immer die Strähne damit so ein. Bis fast zum Ende. Und dann dreht ihr alles hier schön ein. Türmchen sollen ja so ruhig so ein bisschen messyhaft aussehen und nicht so akkurat wie so gedrehte Schnecken. Wenn ihr hier so Enden rausstippen habt, könnt ihr die wieder einfach nochmal mit einer Haarnadel verstecken. So, jetzt haben wir schon zwei Knüppelchen fertig. Ich zeige euch das jetzt erstmal an dieser Seite. Das gleiche macht ihr gleich auf der anderen Seite. Jetzt ziehen wir schon unseren nächsten Scheitel. Und zwar geht der von hier, vom Hinterkopf, auch wieder schräg zum Ohr. Und diese Partie bindet ihr jetzt zum Zopf und macht wieder ein Türmchen. Dass ihr hier am Hinterkopf quasi nur einen Turm habt. Nehmt wieder eure Strähne, eindrehen erstmal und formt hier euer Türmchen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Haare im Nacken hängen. Die teilen wir gleich anders auf, damit man hier hinten den Mittelscheitel nicht weiter sieht. Deswegen bindet euch die jetzt vorübergehend nochmal hier zusammen. Weil jetzt machen wir genau die drei gleichen Türmchen auf der anderen Seite. Dabei orientiert ihr euch einfach an den Scheiteln, die wir hier auf der anderen Seite eben auch gezogen haben. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. So, ich habe jetzt die andere Seite ganz genauso gemacht wie eben. Wieder drei Türmchen. Und jetzt habe ich euch gesagt, jetzt wollen wir den Hinterkopf ja noch ein bisschen anders aufteilen, weil das einfach nicht schön aussieht, wenn der Mittelscheitel hier weiter runterläuft. Deswegen löst jetzt hier hinten eure Zöpfe. Und jetzt nehmt ihr euch von jeder Seite hier so ein Dreieck. Ich zeige euch das erstmal hier. Einfach so rüber zum Mittelscheitel gehen. Auf der anderen Seite auch rüber zum Mittelscheitel gehen. Und hier unten sollte das so ein bisschen gerade verlaufen. Dass ihr quasi hier so am Hinterkopf euch nochmal so ein Mittelstück rausnehmt. Den nächsten Zopf, den setzt ihr jetzt hier an die Seite hinterm Ohr. Geht einfach hier so schräg runter und nehmt euch hier die Nackenhaare. Das gleiche auf der anderen Seite. So dass hier drunter gleich noch Haare bleiben für das letzte kleine Knöppelchen im Nacken. Wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Alltagsfrisur, aber wir fanden die Frisur total cool. Auch gerade wenn man mal am Strand ist oder im Schwimmbad. Und nachher hat man halt richtig schöne Wellen noch im Haar als Bonus. Und dann bindet ihr euch hier im Nacken noch das letzte Knöpfchen. Jetzt müssen wir nur noch unsere Türmchen drehen. Ich bin mal sehr gespannt auf die Kommentare, wie ihr die Frisur findet. Schreibt uns doch mal, zu welchen Anlässen ihr die Frisur tragen würdet. Also ich würde die auf der Arbeit tragen. So, und jetzt sind wir auch schon fertig. Wenn ihr jetzt noch Stellen seht, wo ihr findet, dass der Turm euch zu sehr abstützt, dann nehmt euch eine kleine Haarnadel und versucht den einfach noch ein bisschen mit der Haarnadel an den Kopf zu pinnen. Wie gesagt, wenn ihr nicht so lange Haare habt, werdet ihr das Problem auch nicht so doll haben. Vielleicht hat euer Vater auch einen Druckluft-Tacker, damit kriegt ihr sie ganz nah dran. So, und fertig ist eure Lisa und Lena Türmchenfrisur. Und wenn das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Tschüss!
magic.